Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz regulär an und sagen einen wunderschönen guten Abend. Guten Hallöchen. Abend. Ja, hatten wir ja auf YouTube angekündigt, dass wir hier, oh Gott, die Ravenport im Multiplayer auf Twitch machen und dann im Videoformat auf YouTube hochladen. Das heißt, wer da nicht so viel Zeit hat, hier zuzugucken, kann das natürlich im Videoformat auf Twitch auf YouTube nachholen. Kommt schon ganz durcheinander hier. Das ist immer so der Nachteil an den großen Dreschern, dann dauert das Entladen eine Weile. Oder Trauben und Bärensaft. Ist doch dasselbe. So, fahren wir mal den So, Feldweg hier Zutat. hoch. Traubensaft, Apfelsaft, Zitronenbeerensaft, Spatzjohannisbeerensaft, Himbeersaft, Sauerkirschsaft, Heidelbeersaft, Brombeersaft, Erdbeersaft. Also, einmal bunt durch den Obstgarten. Cool. Ich mag sowas auch. Aber ich trinke gerade Brause. Also hinten so den Feldweg, ne, weg vom Hof hat schon was, ne? Na, ich hoffe, dass ich nachher Feldnase noch hinkriege. Ich glaube schon. Ansonsten, ne, fährst du zum Shop, spuckst das aus, holst das von Kuhn und kannst dann auch gleich da Saatgut einladen. Richtig, ich sehe noch Geld da. Denk mal, das war dann vielleicht auch mal. Oder also auch ich, ihr macht das ja sowieso schon. Außerhalb der Streams nochmal die ein oder andere Version. Version, Mission, alles dasselbe. Na. Also. Oh, hier muss aber auch schwindelfrei sein, ne? So nah am Abgrund. Boah, ist das cool. Ihr könntet ja mal Just for Fun gucken, was Feld 5 kosten würde. Just for Fun, Moment, Feld ich schau. 5. 810.000. Naja. 312. Ist doch ein Schnapper. Feld 12 kostet 856.000, obwohl das. Und Feld 8? Feld 8 kostet 1,212 Millionen. Und Feld 11 kostet 680. Aber wie? Feld 11 ist fast genauso groß wie 5, wa? Würde er sagen, es ist genauso groß oder sogar ein Tucken größer. Ja, also wenn, dann würde ich sagen, waren wir auf Feld 11, oder? Ja. Es sei denn, es hat irgendwelche ganz abartigen Terror-Dinger da plus drin. Halt noch, plus halt, also brauchen wir da mindestens 1,5 Mille, bevor wir uns das kaufen. Jo. Weil dann brauchen wir auch noch größeren Drescher, stärkere Traktoren. Jo. Naja. Oder warte mal, was kostet denn hier? Mal gucken. 14 kostet 102. Wir machen das ganz einfach. Wir fangen irgendwann eine Mission an. Mehrere Missionen, wo die ganz großen Geräte dabei sind. Und die geben wir nie ab. Wir können ja aber nur eine Mission annehmen. Ach so, Mist. Es sei denn, wir haben halt mehrere Hilfe. Nee, das machen wir ja aber nicht. Aber mit mehreren Hilfen kann man auch nur einmal mieten. Also es hat mich heute gehabt, ich hatte ja gemietet und meine Frau wollte sich dann auch mieten, war mit mal die Mission weg. Okay. Also da ging etliches an Geld flöten. Das ist natürlich doof, ja, wenn zwei Höfe, ich meine, sind ja eigentlich unabhängig voneinander. Ja. Sollte das eigentlich nicht so sein, weil jeder macht seine eigene Mission, ja? Eben. Er ist vielleicht noch ein bisschen. Okay. Na, ob das so sein soll, weiß man ja nicht, ja.
Schallens wird sich da schon was bei gedacht haben. Oder auch nicht. Ja, aber ist ja dann auch unfair, weißt? Dann schnappt sich einer immer die Großen weg, weil er sich das mieten kann und die anderen gucken dann da und leer. Ja. So, ich bin bald da, ich bin bald da. Ja, ich bin auch erst auf, ja, Reihe 3. Das dauert hier noch. Ja, vor allem der Kleine wird so rausreißen. Aber Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Richtig. Also für Feld 5 müssen wir heute auf jeden Fall noch fertig kriegen. Oh Mann. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen? Du? Nein, das kann gar nicht sein. Ja, du wolltest ja, wir wollten ja eigentlich erst Feld 8, ne? Ja. Da hättest du nicht mitmachen können, weil Maisgebiss haben wir nicht. Oder Maispflücker. Meine Güte. Ist doch dasselbe. Da ist schon wieder nichts. Hättest du jetzt schon wieder hin? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Also ich vermute mal, dass sie mir nicht geantwortet hat, dass das schon wieder nicht tut. Chris Potter. Nun ja. Solange es nicht der Harry ist. Erzähl mal einen Schlag aus deiner Jugend. Ich? Oh, ich kann nur das Warte Alltägliche mal. Erzählen. Ja, ich habe echt das Gefühl, seit Windows Update das neueste ist, hat er Probleme mit unserer Soundkarte. Oder die wenigstens aktivieren. Ja, wird ja auch gerade nichts erzählt. Ich höre gar nichts. Flausche der Musik, die gefällt mir. Sehr angenehm. Was, Herr? Hörst du jetzt was oder nicht? Wenn Isa mal was sagt. Was soll ich denn sagen? Bin voll. Ja, aber deine Frau nicht, falls sie mich wieder hört. Ach nee, oder? Ja, doch. Warte mal, mach nochmal einen Rechtsklick unten auf Sound-Dingens. In der Taskleiste. Taskleiste. Ja. Aha. Und mach mal beim Mikrofon Problembehandlung. Weil hier funktioniert das ja wenigstens mit der Problembehandlung noch. Bei mir wollte es vorhin gar nicht aktivieren. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Schön. Technik, die verschallt. So. Ich bin gerade über den Staudamm gefahren. Schön. Echt? Ist ein Staudamm? Ja. Cool. Hier, da. Da ist einer. Ach, cool. So, jetzt erstmal hier, ne? Fäustchen. Oh, guck mal, da kann man angeln. Cool. Mach gleich mit. Ja, erstmal muss ich mir was zu trinken eingießen. Ne? Trinken ist wichtig. Ich komme gleich auf ein staubiges Feld, ne? Da brauche ich meine Flüssigkeit. Ja, natürlich. Einleuchtend. Ja, ne? Ja. Siehst du? Ich könnte jetzt eine Schokolade vertragen. Ich habe mir keine gekauft. Vorbildlich, oder?
Schatz, er hat mich um was gebeten, was mitzubringen, und ich hab's vergessen. Ja. Kein Ferrero. Nein, Giotto. Giotto. Spekulatius. Genau. Die sind voll lecker. Die sind richtig lecker. Und die hatte ich nicht. Wenn die nicht so billig wären, ne? Sowas kostet leider immer ganz schön viel. Vor allem, die sind auch richtig schnell weg. Ja, das war eh nicht viel drin. Das ist das Problem. Die 10 kleinen Kügelchen sind mit 2 Hapsen weg. Ja. Ja, manchmal fragt man sich echt, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt bei vielen Sachen nicht, ja. Was habe ich letztens gesehen, was es momentan gibt? Jogurette? Aber die riesen Montebecher haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Bratapfel. Mmh. Ich bin kein Bratapfel-Fan. Ich soll ja im Norden machen, gell? Ja. Das ist die kürzere Seite. Ja, dann kann der Schatzel noch mit dem Trecker und mit dem Anhänger hochkommen, wenn sie dann fertig ist mit Feld 19. Na, ja, schon cool gemacht, ja. So. Jetzt bin ich da. Ja, und guck, noch nicht fertig. Also. Nee. So schnell geht das auch nicht. Würde mich ja mal interessieren, was die in Amerika hatte. Auch in Amerika tatsächlich kriegen. Da gibt es ja diese Wanderer im Endeffekt, die mit ihren Dreschern hier durch, also immer der Ernte hinterherreisen, ja. Mhm. Ja. Das wirklich lohnt. Muss wohl. Ja klar, also sind eine ganze Familie geplant. So Lohnunternehmen, das muss sich ja auch bei uns, das muss sich ja schon lohnen, weil die sprießt ja wie sonst was aus dem Boden. Ja gut, ich meine, so ein Maschinchen musst du dir auch immer erstmal kaufen können. Ja. Wenn du denn nur ein, zwei Mal im Jahr oder hast nur, was weiß ich, ein, zwei Felder, dann weiß ich nicht. Braucht, glaube ich, ja sonst ewig, ehe sich die wieder rechnen. Naja, früher war es ja so, dass sie das eine Ortschaft einen Pflug oder so hatte und genau. Dann alle zusammengeholfen haben, um die ganzen Felder zu pflügen. Was groß anderes ist ja so ein Lohnunternehmen auch nicht, nur dass es halt nicht gemeindeintern ist. Ja. Ist schon cool, ja. Ich fand so das in dieser Reportage total cool, sag mal, so die Optik an sich schon mit diesen riesen Feldern, auf denen die da unterwegs waren. Ja, vor allem wenn du das mal so anguckst, ne? Da sind die Felder ja hier wirklich echt winzig. Ja. Und die düdeln da wirklich mit so einem 5-Meter-Flug über diese riesen Felder, weißt? Ja, sicher. Abartig. Jetzt sage ich ja, für so eine Arbeiten, da wüsste ich schon ganz gern mal, was die da überhaupt verdienen. Na. Das ist denn schon ekelhaft mit so einem Mini-Flug oder was, ja. Wenn mit einem Drescher schaffst du ja ordentlich was, ja. Ja, da macht sogar das Dreschen mit Asbach-uralten Dreschern Spaß, weißt? Ja. Auch wenn die da nicht wirklich viel schaffen. Oh, kannst du dich noch an die Reportage erinnern, wo sie... Diese drei gegen den einen Glas? Ja. Die drei kleinere Glas gegen den einen großen Glas? Genau. Und die waren nur knapp unter dem großen. Mhm. Also der eine war richtig, richtig alt, dann war ein richtig alter und ein alter Drescher, weißt? Also ich glaube... Und alle von Glas. Ich glaube, einen aus den
50er? Ich glaube, einer war sogar mit zwei, da musste man gleich nebenher fahren, ne? Der hat ja gar keinen Korntank gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich weiß nicht, 60er Jahre einer war aus den 80ern. Das eine war, glaube ich, war das ein. Gibt es einen Class Don? Dominator oder so. Oh, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas war da, glaube ich, mit bei. So, zwei Reihen habe ich jetzt gleich fertig. Naja. Sagen und schreibe 6 Meter. Ah, oh, immerhin. Warte mal, mein Gebiss hat doch 3 Meter, oder? Brauche ich hier wieder mal was vom Pferd erzählen? Jeder Meter 10. 8 Meter. Also ich muss 3 reinfahren, dann habe ich, glaube ich, einmal das, was du gemacht hast, mit einmal fahren. Mhm. Ja, ich sehe dich da unten. Lach nicht! Warum denn nicht? Ich unterstütze dich ja super hart, ja. Ja, ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich hätte dich ja jetzt auch alleine dreschen lassen. Ich hoffe, du schaffst wenigstens mir eine Bahn zu sparen. Ja, die habe ich jetzt gleich fertig. Ja, sehr schön. Vielleicht sparst du mir auch 2 Bahnen. Gucken wir mal. Ja, ich glaube so 3. 4 Bahnen spare ich dir bestimmt. Ihr habt ja noch ein bisschen, bis ihr euch trefft. Ja, das dauert noch eine Weile.